Okay. Der Notruf kam von anonym, ja? Alles klar. Du, wir sind jetzt hier. Meld mich später. Ciao. Hi, was ist passiert? Das ist die Frau Rodenbeck. Frau Rodenbeck wohnt hier und ist das Opfer. Philipp. Scheiße. Stehen bleiben, Polizei! Komm. Entschuldigung. So, können Sie jetzt ganz kurz mal sagen, was passiert ist? Ja, also die Frau Rodenbeck, das Opfer, sie wohnt hier. Sie hat vermutlich eine Schädelfraktur. Es ist schon kritisch und eilig. Okay, kann ich ganz kurz noch mal mit ihr sprechen? Wenn es kurz ist, bitte. Okay. Frau Rodenbeck, hallo? Stehler, mein Name, von der Kripo. Können Sie mir ganz kurz erzählen, was passiert ist? Ich habe nichts verraten. Was? Hallo? Wir müssen jetzt wirklich losfahren. Okay. Was meint sie damit? Keine Ahnung, Dani. Komm, lass uns gucken, was drin passiert ist. Ja, dann kannst du dich auch mal ein bisschen ausruhen, ne? Der Sprint war schon anstrengend gerade. Mann, nicht so frech hier. Dich habe ich noch allemal. In deinen Träumen? Wenn du wüsstest, wovon ich träume. Hi, Jürgen. Servus. Grüß dich. Servus. Puh, ganz schönes Chaos hier. Oh ja. Die Akten wurden doch durchwühlt. Sieht so aus. Guck mal hier. Hier ist sie gegengefallen. Oder sie wurde gegengestoßen. Sag mal, draußen ist eine junge Frau vor uns abgehauen. Circa 1,65 groß, blonde Haare, sportliches Auftreten. War die hier? Ja, es war vermutlich die Zeugin, die den Vorfall gemeldet hat. Okay, kannst du mir die Personalien geben? Ja, es war so viel los. Ich habe mich kurz umgedreht und auf einmal war sie weg. Ich wollte es gerade machen. Scheiße. Ja, schon okay. Aber warum ist sie abgehauen? Ja, die Frage ist, worum geht's hier eigentlich? Guck mal, es sieht nicht so aus, als wenn irgendwie nach Wertgegenstände gesucht wurde. Das Einzige, was hier durchwühlt wurde, sind diese Akten. Vielleicht klärt sich das Ganze, wenn wir den Background gecheckt haben. Ja, ich sag der Spurensicherung erstmal Bescheid. Hey, Max. So, werte Kollegen, willkommen zu unserem kleinen Update in Sachen Überfall Anja Rodenbeck. Chef heult ganz förmlich? Ja, das ist professionell, Kollege, ja? Das machen wir jetzt immer so. Also, die Spurensicherung hat neben dem Blut in der Wohnung auch noch einen Fingerabdruck am Schreibtisch gefunden. Dieser Fingerabdruck ist bei uns registriert und gehört zu der vorbestraften Susa Kaminski. Ist gerade aus der Haft entlassen worden und saß wegen Totschlags an ihrem gewalttätigen Ehemann. Was ist los, Kollegen? Ach du Scheiße. Dani, das ist die Frau, die dir abgehauen ist. Moment mal, das sagt ja der Richtige. Du bist doch auch nicht hinterhergekommen, aber das ist sie. Das passiert euch jetzt schon, Kollegen? Ja, da muss ich mir ja auch meine Fitness keine Sorgen mehr machen, ha? Na, ich lach später drüber. Also, ihr Sportskanonen, was könnte ihr Motiv sein? Ja, ich habe was rausbekommen. Ich habe den Background von Anja Rodenbeck mal gecheckt. Die agiert als Vormund fürs Jugendamt. Ja. Und Susa Kaminski ist Mutter einer kleinen Tochter namens Juli, die ist 6 Jahre alt. Nachdem Kaminski rechtskräftig verurteilt wurde, entzog das Jugendamt ihr das Sorgerecht zum Wohl des Kindes. Die Kleine lebt aktuell in einer Pflegefamilie. Scheiße, das muss ja schrecklich sein für eine Mutter. Extrem. Sie hat aus der JVA noch versucht, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Hat stets ihre Unschuld beteuert, hat gesagt, sie hat es nur gemacht, um ihre Tochter vor dem gewalttätigen Mann zu schützen. Und sie konnte es nicht beweisen? Nein. Die Indizien sprachen gegen sie und es gab noch eine belastende Zeugenaussage. Sie hätte ihn verlassen sollen. Ich weiß, es ist schwer und kostet unglaublich viel Kraft. Aber das, was Sie und Ihre Tochter jetzt durchmachen, ist noch wesentlich schlimmer. Naja, auf jeden Fall ist sie jetzt raus. Und sie will neu anfangen. Mit ihrer Tochter. Sie will von Anja Rodenbeck den Aufenthaltsort ihrer Tochter wissen. Leute, ich setze mich mal an die Fahndung und mache, dass sie rausgeht. Gut. Und ich gucke mir noch mal den alten Fall an. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Und ich informiere das Jugendamt und die Pflegefamilie. Also wenn ihr alle was macht, dann rufe ich mal im Krankenhaus an und frage, ob die Rodenbeck uns sowas zu dem Fall sagen kann. Stamm, ich bräuchte die Notfallnummer vom Jugendamt. Guten Tag, Naseband von der Kripo. Die Frau Rodenbeck möchte ich ansprechen. Ach ja? Okay, vielen Dank, ja. Tschüss. Tja, Frau Rodenbeck ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Was? Ich probier's mal bei ihr zu Hause. Ja, ich warte gerne auch noch länger.
Ja, danke. Geh nicht ran. Wer weiß, wozu die Kaminski fähig ist, wenn sie den Aufenthaltsort ihrer Tochter rauskriegen will. Leute, ich fahr zu Rodenbeck und check, was da los ist. Alles klar. Bis später. Kripo ist hier. Rodenbeck! Hallo? Hallo? Alles in Ordnung? Wie kommen Sie denn hier rein? Keine Angst, keine Angst. Ich bin von der Kripo. Vielleicht erinnern Sie sich. Stehler, mein Name. Wir waren beunruhigt. Sie haben ohne Abmeldung das Krankenhaus verlassen. Ist alles in Ordnung? So. Ich mag keine Krankenhäuser. Da wird man immer nur kränker, als man ist. Und das ist nur eine leichte Gehirnerschütterung. Wie Sie meinen. Hauptsache, es geht Ihnen gut. Ja, alles gut. Frau Rundbeck, ich würde gerne mit Ihnen noch mal über den Überfall sprechen. Wir wissen bereits, dass Susa Kaminski hier war. Danke. Ja, Frau Kaminski, sie war hier und wollte wissen, wo ihre Tochter jetzt lebt. Die kleine Juli. Okay, Sie meinten zu mir nach dem Überfall, Sie hätten ihr nichts verraten. Also demnach, denke ich, haben Sie die Adresse nicht gesagt. Nein, ich verstehe, dass die Frau verzweifelt ist, aber das Jugendamt hat eine anonyme Pflegschaft veranlasst. Verstehe. Und wie hat sie reagiert, als Sie ihr die Adresse nicht gesagt haben? Sie war total wütend und hat versucht, an meine Unterlagen zu kommen und an meinen Rechner. Und dann kam es zum Streit. Und danach kann ich mich, um ehrlich zu sein, an nichts mehr erinnern. Besteht denn die Möglichkeit, dass sie die Adresse hier in ihren Unterlagen gefunden haben könnte? Schwer zu sagen. Ich arbeite ehrenamtlich als privater Vormund fürs Jugendamt und ich habe alle Unterlagen zu den Kindern hier. Ja. Ich habe schon ganz viele Kinder aus katastrophalen familiären Verhältnissen begleitet, wie die kleine Juli. Süßes Mädchen. Hm. Und sie darf gar keinen Kontakt mehr zu ihrer leiblichen Mutter haben, ja? Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich ist sie in der Pflegefamilie auch wirklich besser aufgehoben. Hm. Hoffentlich hat die hier nichts gefunden. Die arme Frau hat wirklich gewirkt wie eine tickende Zeitbombe. Entschuldigung. Dani, was ist los? Was? Wir treffen uns da. Hallo. Na gut, dass Sie endlich da sind. Ich habe Julie immer noch nicht gefunden. Kommen Sie rein. Danke. Sie hat mitgekriegt, dass ihre leibliche Mutter nach ihr sucht. Als die Polizei angerufen hat, da dachte ich, dass sie draußen im Garten spielt. Und dabei war sie die ganze Zeit im Haus und hat alles mitgehört. Und dann ist sie weggelaufen? Nein, sie wollte wissen, was mit der Mami los ist und warum sie sie nicht sehen darf. Ich habe mich so bemüht, das alles von ihr fernzuhalten, diesen ganzen Mist. Was haben Sie ihr gesagt? Einfach, dass alles okay ist und dass sie nichts falsch gemacht hat. Dass ihre Mami einfach nur gerade ein bisschen Zeit für sich braucht, sowas in der Richtung. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie war ganz ruhig, in sich gekehrt, ganz bedrückt hat sie gewirkt. Sie wollte dann in ihr Zimmer zum Spielen. Ich habe halt gedacht, sie braucht vielleicht kurz einen Moment für sich allein. Klar.
Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Wann haben Sie bemerkt, dass sie weg ist? Ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl und wollte nachher schauen, so ungefähr nach 10 Minuten. Ich bin in ihr Zimmer und dann war sie weg. Okay, wie lange ist das jetzt genau her? Oh, bestimmt schon 20 Minuten. 20 Minuten? Ich habe auch schon überall gesucht, ja, im ganzen Haus, weil Juli versteckt sich schon mal ganz gerne. Aber diesmal ist sie wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Und wenn jetzt die leibliche Mutter sie entführt hat? Vielleicht hat sie doch irgendwie die Adresse rausgekriegt. Nein, Frau Klein, versuchen Sie sich zu beruhigen. Ich bin auch Mutter und Kinder verstecken sich schon mal ganz gerne. Ja, schon, aber das Fenster von ihrem Kinderzimmer stand die ganze Zeit sperrangelweit auf. Okay, dann ist sie vielleicht aus dem Fenster raus. Wir sollten noch mal den Garten und die nähere Umgebung absuchen. Magst du vorm Haus gucken und ich suche mit Frau Klein draußen im Garten? Ja, klar. Kommen Sie.